Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Andere spielen diese Woche das neue Pack. Ich dachte mir, dass wir uns nochmal paranormale Phänomene angucken. Unter anderem liegt es daran, dass ich keinen Early Access habe und auch nicht die Möglichkeit, es mir in naher Zukunft zu kaufen. Deswegen ist das jetzt meine Ausrede dafür, dass ich trotzdem irgendwie ein Halloween-Video hochladen wollte. Dafür habe ich diese süße Maus hier erstellt. Sie heißt Kelly Miles. Sie ist natürlich die gute Maus, die hier in einem Spukhaus lebt. Oh, das ist jetzt peinlich. Das Haus heißt irgendwie Haunted Copperdale House oder so. Das ist von der Simsy. Und ich habe auch nicht alle Packs gehabt, also weil sie hat Kids benutzt. Die neuen. Und deswegen ist dieser Raum halt leer. Ich habe da halt nur eine Tapete hingemacht, weil das ein bisschen doof aussah. Und hier war halt eine Tapete, die ich nicht besitze. Ist auch ansonsten ziemlich egal, denn die wichtigsten Sachen, die sind ja erreichbar. Das Ganze ist natürlich als Spukhaus gekennzeichnet. Und ich dachte, wir spielen jetzt einfach mal ein paar Minütchen hier drin und schauen, was passiert. Mein Ziel ist es, mich mit ein paar Geistern anzufreunden. Ich glaube aber, dass die Magie erst nachts passiert. Sie schaut sich schon mal das Bild von Gidri, was auch immer an, während hier eine Spinne rumflitzt. Denn voraussichtlich werden wir diesen Mann ja auch sehen. Wir könnten ja tatsächlich auch eine Seance durchführen. Wir machen natürlich keine Zeremonie, weil dann passiert ja weniger. Das wollen wir ja nicht. Spirituelle Volatilität spüren. Spüre, wie sehr es auf dem aktuellen Grundstück spukt. Das ist doch eine Sache, die können wir mal machen. Aber sie ist richtig ready dafür. Mediumfähigkeit erworben. Kelly entdeckt sehr glückliche Geister. Die Lebenden und Dahingeschiedenen leben in völliger Harmonie. Gut gemacht. Geister sind freundlich und die paranormalen Aktivitäten werden reduziert. Nein! Das wollen wir aber gar nicht. Das finde ich jetzt fies. Sicher, dass die alle so nett sind? Wir können unsere Nachbarn trotzdem reinbitten, wenn sie sich trauen. Ich kann die Nachbarn irgendwie nicht hier reinbitten. Seele anbieten? Entschuldigung. Vielleicht versuchen wir auch einfach mal mit denen zu reden. Oder auch nicht. Let's talk, little boy. Geht leider nicht. Oh, er ist weg. Oh no! Ich wollte doch nur reden. Wollt ihr jetzt bei mir reinkommen eigentlich? Oder habt ihr zu viel Angst? Aber danke für den Kuchen. Oh, Einführung in die Anziehung. Entschuldigung. Ich habe hier kein Interesse an irgendwas Romantischem. Maximal mit einem Geist. Oh, wir haben sogar einen kleinen Friedhof bei uns im Garten. Das ist ja schön. Ich wollte nur ein paar Sachen suchen, weil ich weiß, dass man denen ja Gaben bringen kann. Beziehungsweise, ich habe das eben gesehen. Und wenn wir da so ein paar Sachen hätten, wäre das ja vielleicht nicht schlecht. Dafür muss man natürlich aber auch erstmal Sachen finden. Und ich habe vergessen, wie süß dieser Steg hier einfach ist. War jetzt nicht die krasseste Ausbeute, aber wir haben zumindest erstmal was. Natürlich bricht direkt ein Feuer aus. Was denn auch sonst? Also, ich möchte aber direkt weitermachen. Das finde ich sehr wichtig. Irgendwas ist ja auch verbrannt. Ja, schade. Es ist ein Traum. Wo ist es jetzt? Sie hat das weitergemacht und jetzt ist es weg. Das ist einfach gemein. Dann mach halt hier einen Gartensalat. Da kann wenigstens nichts anfackeln. In der Regel. Sie kann sich nur ihren Finger abschneiden. Aber das ist dann ja auch egal in dem Punkt. Oh, willkommen. Ein Überschicksalsschlag hat dich in dieses Spukhaus geführt. Vielleicht war es auch ein heimtückisches Genie, das alle deine Aktionen kontrolliert. Mach einfach das Beste daraus, denn es gibt ganz sicher einen guten Grund dafür, dass du hier bist. Das schaffe ich. Du fühlst dich couragiert. Ein rationaler Verstand hätte jetzt Angst. Aber hey, mach einfach, was du willst. Zu allem bereit. Sie ist sehr optimistisch, was ihr Spukhausabenteuer angeht. So sieht's auch aus. Nee, du gehst jetzt noch nicht schlafen. Ich will ja, dass du hier mit Leuten interagierst gleich. Also Leute ist vielleicht die falsche Aussage. Mit Vlad habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber klar. Hallo, ihr seid wieder da. Oh, und die Lichter flackern. Hallo, ich will Besties mit dir sein. Oh, Geister mögen nur Dinge, die liebevoll per Hand gefertigt sind. Das ist natürlich doof. Sie hat doch jetzt nicht ernsthaft Angst vor dem Geist. Die sind so süß. Fand er gut. Guckt euch das süße Bibi an. Ich möchte trotzdem nicht meine Seele anbieten. Der hier hinten ist immer noch ein bisschen wütend. Ein bisschen aber nur. Warum leuchtet sie jetzt? Mama, warum ist er jetzt wieder sauer? Wir waren doch gerade noch Besties. Kann sie den Zorn in seinen Augen leuchten sehen? Vielleicht ist es besser, sich von ihm fernzuhalten. Es scheint etwas Entsetzliches im Schilde zu führen. Oh, sie sind weg. Vielleicht versuchen wir zu schlafen und hoffen, dass sie bald wiederkommen. Da ist ein grüner Geist. Hallo, mein Bestie. Ich will mit dir reden. Warum kann ich nicht mit dir reden? Ich will mit dir reden. Oh, Vlad ist auch da. Moin. Hä? Habe ich keinen Platz, mit dem zu reden? Das ist doch gemein. Ich will Besties werden mit ihm. Look at him. He's such a cutie. Oh, Vladislav und Kelly verabscheuen sich jetzt? Was ist passiert? Sie mag streitlustige Sims nicht. Ja, okay. Normal, ne? Wenn sie irgendwas selber anschaffen soll, also herstellen soll, anschaffen, hilf. Vielleicht malt sie dann einfach mal ein paar Bilder oder so. Das könnte doch was dann sein, was sie macht, oder? Etwas stimmt hier nicht, weil in der Nähe eines
von einem geistbesessenen Gemälde, es war. Ich wäre so gern Besties mit dir. Wir können zumindest mit ihm reden. Vlad muss dann jetzt auch weg. Ich glaube, damit wir wirklich Besties werden können, ich glaube, dafür müssen wir dann wirklich den Sachen geben. Die habe ich aber jetzt gerade noch nicht. Spooky. Erhöht das spirituelle Gleichgewicht. Nee, kann ruhig hier bleiben, YOLO. Einfach irgendwelche Hände. Es ist spannend hier, ne? Dann soll sie einfach mal malen. Janae möchte bei mir leben. Viel Spaß. Könnte aber anstrengend werden. Schlechte Qualität, ich weiß nicht, ob die das so gut finden. Jetzt entwickelt die noch 30 Ängste. Diese Frau macht mich fertig. Du lebst doch nur in einem Spukhaus. Was für Ängste. Du musst dir keine Angst haben vor irgendwas. Das sind süße kleine Babygeister. Schlechte Qualität. Nerv doch nicht. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal, wo sie schläft oder was auch immer sie vorhat. Ich wünsche ihr einfach eine gute Zeit. Obwohl, ich könnte ja so nett sein und ihr zumindest irgendwie ein Bett hinstellen, ne? Das sieht doch nach Spaß aus. Warum ist sie jetzt dreckig? Was ist passiert? Kleine Geister, wo seid ihr? Normale Qualität? Hör mal. Don Guzman möchte mir Geld geben. Danke. Brauche ich nicht. Ich möchte einmal nur dieses Spukhaus überleben. Wie wär's? Normale Qualität. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Normale Qualität. Ey, ich bin ja so stolz auf dich. Komm, wir können dann so ein schönes Bild von Janae malen. Da freuen die sich bestimmt. Hä, voll süß. Hallo, ich heiße Gidri. Wie auch immer man das ausspricht, das ist mir auch egal. Es sieht ganz so aus, als hättest du, könntest du etwas Hilfe bei deiner misslichen Lage hier im Spukhaus gebrauchen. Und zum Glück bin ich Experte auf diesem Gebiet. Und keine Sorge, ich bin ein guter Geist. Susul? Ich denke, wir werden uns gut verstehen. Hi! Oh, er ist kokett. Willst du uns? Frage für mich. Im Geist kann es abenteuerlich sein, ne? Oh mein Gott, ich kann ihn tausend Sachen fragen. Das ist ja toll. Warum bist du hier? Nun ja, falls es dir nicht sofort aufgefallen ist, ich bin ein Geist. Und Geister müssen ja irgendwo spuken. Wenn ich hier weiter rumgeistern darf, helfe ich dir bei den paranormalen Geschehnissen in diesem Haus. Eine Hand wäscht die andere, du verstehst? Aber wenn du genug vom alten Gidrias verhindere, einfach mit der seltsamen Handstatue, die du vielleicht schon gesehen hast, dass ich erscheine. Ich werde keinen Ärger machen und auch keine Fragen stellen. Ich gehöre zu den Gut und verstehe, wenn du Zeit für dich brauchst. Also, eigentlich will ich dich komplett für mich haben, wenn ich ehrlich bin. Er ist auch Kunstliebhaber, so wie wir. Wir sind einfach meant to be. Flirt ihn an. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich habe kein Interesse daran, eine solche Beziehung mit dir zu führen. Aber du bist kokett. Das ist gemein. Wenn Leute horny sind, aber trotzdem aromantisch, I guess, würdest du mit mir natürlich eine echte Partnerschaft eingehen, though? Frage für mich. Also, hast du darauf Bock? So? Mist! Das ist doch gemein. Ich will doch nur mit dir bimseln. Naja, dann werden wir halt Besties. Sag mal, schläft die hier einfach in dem Bett? Finde ich nicht okay, Janae. Falsches Bett. Okay, sie malt jetzt nochmal kurz was von ihrer Seite aus. Okay, wo sind meine Geisties? Was hat es mit den gruseligen Objekten auf sich, fragen wir mal. Du solltest dich um jeden Preis von diesen Dingern fernhalten, denn sie sind extrem verflucht. Sich nur in ihrer Nähe aufzuhalten, ist wie ein Kratzen mit den Nägeln über eine Kreidetafel. Sei aufmerksam und vernichte sie, sobald sie auftauchen. Die sind nicht freundlich gesinnt. Okay, vielleicht mache ich sie dann doch weg. Oh, das ist schon weg. Aber dann können wir das hier wegmachen, die schaurigen Hände. Aber eigentlich will ich doch, dass es spukt. Die sind voll auseinandergefallen. Disgusting. Flackernde Lichter. Juhu. Irgendwelche Tipps, wie man hier am besten lebt? Ganz einfach, genieße es einfach. Sammle Geisterbeute, kaufe Objekte im Belohnungshaus, zerstampfe Puppen. Und wenn du dir ab und zu die Lunge aus dem Hals schreien musst, tu dir einfach keinen Zwang an. Missgeschicke gehören zum Leben dazu, koste einfach alles aus. I'm on it. Aber meine süßen Geisterfreunde sind nicht mehr da. Oh, wenn man eine Nacht überlebt in dem Spukhaus, dann bekommt man hier diese Zufriedenheitspunkte. Das finde ich ja sehr nett. Ich verabschiede mich, werde aber bald zurückkehren. Okay, dann spüre vielleicht nochmal diese Votalität oder was auch immer. Die sind immer noch freundlich. Also ist ja schön. Aber ich möchte trotzdem mit meinen Besties jetzt hier Besties werden überhaupt. Aber sie sind nicht hier. Gidri ist back. Kommen wir kuscheln. Ja, süß. Wir sind gute Freunde geworden, ja. Besties, sag ich doch. Sie möchte von selbst kochen. Da bin ich mal gespannt, ob das hier was wird. Es hat nicht gebrannt. Wo sind wir denn hier? Ein blauer Geist. Hallo. Ich habe was für dich. Hallo, du kleine süße Maus. Ich habe hier ein Gemälde gemacht für dich. Oh, ja. Was ist das denn? Kann ich verkaufen, geil. Und da ist hier noch eine süße Maus. Hi, ich habe was für dich. Bitteschön. Oh, sie mochte nicht. Oh nein. Oh nein. Saui war. Die werden hier auch echt Besties, ne? Finde ich gut. Ich glaube, ich würde an der Stelle dann erstmal das Video beenden, tatsächlich. Wir haben zumindest ein Bestie gefunden an Geistern, ja? Besser als keiner. Und Gidri ist jetzt auch unser Bestie. Also so schlecht ist es doch gar nicht gelaufen.
Auch wenn ich es mir anders vorgestellt hätte. Ich hoffe, dass euch dieses Video trotzdem irgendwie gefallen hat. Es war anders als sonst. Aber so ist das halt zu so speziellen Tagen, wa? Wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder, wenn wieder ein normales Video kommt. Bis dahin und tschüss!